Stuttgart Weiher. Horrorunfall auf der A5. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A5 bei Ubstadt-Weiher kamen heute Morgen zwei Menschen ums Leben. Eine Person wurde mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ja, heute Morgen, so kurz vor 19:30, hat sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen Gronau und Bruchsal ereignet. Und zwar kam auf der Richtungsfahrbahn Karlsruhe-Heidelberg ein österreichischer Jeepfahrer allein beteiligt in Schleudern, überquert die Mittelleitplanke und hat dann auf der Richtungsfahrbahn Heidelberg-Karlsruhe mehrere Pkw getroffen. Insgesamt 4 Pkw sind hier noch beteiligt, wobei ein Kombifahrer schwerste Kopfverletzungen erleidet. Immer weitere Pkw wurde, da der Jeep von oben aufs Dach von dem Pkw fiel, die Beifahrerin getötet und der Fahrer leicht verletzt. Aber wie kann ein Fahrzeug so einfach über die Leitplanke auf die Gegenfahrbahn katapultiert werden? Ja, die Jeep haben einen relativ hohen Schwerpunkt, schon die Offroad-Fahrzeuge, hohe Räder. Und da kann das eher mal passieren wie beim normalen Pkw. Auch für erfahrene Rettungskräfte bot sich an der Unfallstelle ein Bild des Grauens. Ja, es war ein Bild des Grauens. Ich mache die Tätigkeit jetzt schon seit 1983, aber Verkehrsunfälle in dieser Form und über diese Größenordnung, also so verteilt wie das hier war, das ist nicht die Regel, Gott sei Dank. Wir haben hier zwei tote Personen vorgefunden, eine lebensbedrohlich Verletzte und mehrere Leichtverletzte. Zum Teil musste noch ein Fahrer aus dem Fahrzeug rausgeschnitten werden, andere Fahrer und Fahrerinnen wurden rausgeschleudert. Für die herbeigeeilte Feuerwehr aus Kirlach bot sich zunächst ein unüberschaubares Szenario. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle, durch das, dass die Einsatzstelle auf 300 bis 400 Meter verteilt war, konnten wir momentan keine Einsatzlage definieren. Es waren 4 Fahrzeuge beteiligt. Eine Person war im Fahrzeug noch eingeklemmt, die wurde von der Feuerwehr befreit. Die anderen Fahrzeuge, wo die Personen drin waren, wurden gesichert, zum Öl abgebunden und die Batterie abgeklemmt, sowie die Einsatzstelle wurde von der Feuerwehr abgesichert. Das war momentan die Einsatzlage. Die A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe ist für Stunden voll gesperrt. Es bildete sich im Berufsverkehr ein Stau von mehr als 10 Kilometer Länge. Auch auf der Gegenfahrbahn kommt es wegen Neugierige zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Richtung Frankfurt.